GameTastical. Gaming is our passion. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical. Ich bin Raphael und ich habe heute einen weiteren Part von Madden NFL 15 für euch. Die Spielerkarriere wartet wieder auf uns. Und es geht heute gegen die Arizona Cardinals. Oh, das wird schon mal ein Brocken. Das war ja das Team, was uns im letzten Jahr mit unseren 49ers sehr, sehr wehgetan hat. Und ja, wollen wir mal sehen, wie das dieses Mal abläuft. Wir müssen jetzt so um die 3000 VC haben dann. Oder XP. Ah, da kommt man nur durcheinander. 3000 XP, um unseren Spieler zu verbessern. Da gucken wir mal, was wir Schönes machen können. Deep Accuracy, Awareness. Machen wir mal diese Awareness hoch. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. So, und dann starten wir ins Spiel gegen die Arizona Cardinals, die aber diese Saison hier eine relativ schlechte Quote wieder haben. Deswegen müssen wir hier definitiv nachlegen und vielleicht unseren siebten Sieg hier einfahren. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich hoffe ja auch, die Cardinals trotzdem 5 Punkte im Overall Rating stärker als unsere New York Giants. Wir haben mittlerweile 97 Overall. Ich glaube, viel mehr geht schon gar nicht mehr. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze hier auf dem Platz niederschlägt. So, dann sind wir. Und wir starten anscheinend in der Offensive. Oh, oh, oh. Im MetLife Stadium. Wir spielen zu Hause. Und das wird ein spannendes Spiel wieder werden. Wir wollen gewinnen. Das Ziel ist wie immer klar. Die Frage ist nur, ob der Weg dorthin auch klar ist. Möglichst ohne Interceptions und mit ordentlichen Pässen. Wie gesagt, unser Quarterback Raphael Pierce mittlerweile ein 97er Overall Rating. Und das ist ja schon nicht schlecht. Das ist ja schon nicht schlecht. Wir könnten auch deutlich in besseren Teams noch spielen. Das hat nach der letzten Saison nicht funktioniert. Wir haben jetzt in dieser Saison, glaube ich, noch 4 Spiele oder so bis zu den Playoffs. Und da wäre es natürlich schon wichtig, dass wir auch da erstmal in die Playoffs kommen. Und ansonsten, ich weiß nicht, wie das mit den Verträgen aussieht, wie lange unser Anfangsvertrag gültig war überhaupt oder ist. Vielleicht können wir uns ja nach dieser Saison einen anderen Club suchen. Das wird sich zeigen. Am besten wäre einer, mit dem man auch vielleicht in naher Zukunft den Super Bowl gewinnen kann. Also irgendwas Größeres, wobei auch die Clubs dann natürlich meistens einen guten Quarterback schon haben. Also wird das auch nicht ganz so einfach. Schöner Ball, aber incomplete. Incomplete, 3. und 10. Das gibt's nicht. Der war gar nicht schlecht geworfen, der war sehr schön sogar geworfen. Es hat aber am Ende wieder nicht gereicht. Und die Interception. Eieiei, schlechter kann so ein Spiel wieder nicht beginnen. Wir haben es natürlich direkt wieder verfehlt, was wir gesagt haben, möglichst ohne Interception durchkommen. Es ging grandios nach hinten los. Das Gute ist, die Cardinals haben es auch nicht geschafft, Punkte zu erzielen. So, Cruz, Miller. Oh, der war nicht schlecht, der war gut. Schöner Pass. 2 von 6 kamen nur an. Schlechte Quote, aber mit 2 Würfen 41 Yards zu machen, ist wiederum eine gute Quote. Ah, hätten wir besser aufpassen müssen. 2. und 9. Tight End Post. Miller, Cruz, Randall, Beckham Jr. Und hier stehen sie bereit. Und der war schön. Der war schön. 39 Yards noch bis zur Endzone der Arizona Cardinals. Wide Receiver Post. 62 Yards insgesamt schon geworfen. Und die werfen jetzt eigentlich recht passabel. 5 von 9. 79 Yards. Soweit ist es auch nicht mehr. Bis in die Endzone. Das erste Viertel neigt sich jetzt auch dem Ende. Den Spielzug kriegen wir nicht mehr hin. Suchen wir uns einen neuen Four Verticals. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Wird sicherlich nicht einfach. Vielleicht können wir Kapitän hier drauf schlagen irgendwie.
Ah, haben sie mehr aufgepasst, als sie es gehofft hatte. 2. und 10. Und 4 Verticals. Das gibt's doch nicht, Mann. Nächste Interception, das kann echt nicht wahr sein. So, und jetzt sind die Cardinals ja auch noch mit 7 vorne. 1,5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Oh, oh, oh. Das war optimal beschissen. 2 Interceptions in einer Halbzeit. Das darf einfach nicht passieren. Tight end Seams. Miller, Cruz, Kendricks. Oh, oh, Mann. Die Spiele werden jetzt langsam wahrscheinlich auch ein bisschen emotionaler werden, weil das Problem ist natürlich, es hängt hier alles daran, ob wir in die Playoffs kommen oder nicht. Wenn wir wieder nicht in die Playoffs kommen, dann, ja, irgendwo ist dann auch mal Gesicht im Arsch. Ja, geil, nächster erstmal verletzt. 3. und 6. Und wir probieren es dann gleich auch mal mit Laufspiel. Vielleicht haben wir da hier bessere Chancen gegen die Cardinals. Cruz. Keine Chance, aber wir müssen das ausspielen. Wir müssen das ausspielen. So. Ob sie das sehen, weiß ich nicht. Sie sehen es nicht. Und das ist. Jetzt ist es eine große Chance für uns. Es reicht nicht. Das kann echt nicht wahr sein. Ah, der war frei einigermaßen und trotzdem reicht es nicht. 20 Sekunden und es bleibt hier nur noch Hail Mary. Und sie verteidigen das jetzt aber auch. Gut, da hast du entweder Glück oder du hast dann halt Pech. Zwölf Sekunden. So, das ist nix. Noch 5, eine Chance haben wir hier noch. Aber gut, wenn die erst verteidigen, die wissen ja, was wir spielen. Ja, so weg. Das ist bitter, das ist bitter. Eine Sekunde haben wir noch. Eigentlich können wir noch einen wagen. War dann nochmal die Interception, das ist natürlich jetzt bitter. Das ist eine optimal beschissene erste Halbzeit. 3 Interceptions, 7:0 steht's. So willst du hier nicht aus einer Halbzeit rausgehen. So willst du hier nicht rausgehen. Ohne Punkte. Und mit dem Laufspiel, das hat schon ganz gut geklappt, sind wir ordentlich vorwärts gekommen. Hätten wir vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr praktizieren sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Sind noch nicht so sehr variabel. Gegner können uns vielleicht hier noch zu einfach alles. Ja. Können sie das noch zu einfach denken, was wir machen? Die Taktik in unserem Kopf, die funktioniert noch nicht so richtig hier in diesem Spiel. So, weiter geht's. Das kann nicht wahr sein. Was ist das bitte für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Bitterer kannst du hier nicht mehr spielen. Die 4. Interception in einem einzigen Spiel. Das ist einfach nur peinlich. Ah, der war gut.
Da haben wir doch endlich mal gezeigt, was wir können. Haben wir die ganzen Leute auf uns gezogen und haben dann den Pass geworfen. Das war eine schöne Aktion. 25 Yards. Wieder sehr gut. 6 Yards nur noch. Geht doch. Mit Play-Action-Pässen kommen sie so nicht richtig klar. Vielleicht haben wir jetzt da die Schwachstelle der Arizona Cardinals gefunden. Es fehlt nicht mehr viel. 2 Yards, Fullback-Rush und dann haben wir hier hoffentlich den Touchdown, wenn der Fullback hier durchbricht. Fullback-Run, Fullback-Dive und durch die Mitte. So, das reicht. Touchdown-Ausgleich. Trotz 4 Interceptions sind wir hier noch im Spiel. 7-7. Es bleibt dabei. Ach, jetzt haben wir nochmal Fullback-Dive gemacht. Wir brauchen jetzt nur Punkte. In anderthalb Minuten müssen wir hier irgendwie Punkte erzielen. Ah, gut, der ist natürlich nicht so schnell. Sie hatten die Probleme mit den Play-Action-Pässen. Screen Pass, auch eine Geschichte, die kommt eigentlich immer recht gut an. Hat gut funktioniert. Der Screen Pass hat gut funktioniert. Wir sollten da ein bisschen variantenreicher werden, das ist nicht schlecht. 1:06, die Uhr läuft runter. Wir brauchen nur ein Field Goal. Eieiei, 56 Sekunden. Wir stehen bei 6 und wir spinnen 25 Yards von unserer eigenen Endzone weg. Wir müssen auch mindestens wenigstens 50, 45, 50 Yards rausholen. Gut, läuft ganz aus, macht er gut. Wichtige Aktion, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Sehr schön, Timeout. Jetzt der Cardinals. Warum nehmen die einen Timeout? Ach, 4. und 4. Ach du Scheiße. Ja, das müssen wir punten. Das hilft alles nichts. Wenn wir das hier verkacken, dann gewinnen die hier das Spiel. Das heißt, das müssen wir punten. Oh, oh, oh. Das wird jetzt eine ganz enge Geschichte. Er übt hier schon mal. Er ist ja schon am Kicken. So, Overtime. Overtime. Timeout nochmal von den Cardinals. Interessant, da wollte der Coach wohl noch irgendwas anpassen. Hat irgendwas gesehen, was ihm nicht gepasst hat. Eieiei, die Spannung, die steigt. Wir brauchen die Siege. Warum hat er den Pass nicht? Ich habe lange gedrückt. Den wollte ich alles andere als so haben. Der hätte vorher schon ankommen müssen. Aber gut, so ist das manchmal. Kann auch nicht jeder Pass so kommen, wie man den will. So, der kam an. Sehr schön. Mit 12 von 28 Bällen kamen an. Und trotzdem haben wir hier 185 Yards geworfen bald. 39 noch bis zur Endzone. Oh, Scheiße. Nein! Scheiße, Mann! Nein!
Das ist so bitter. Das ist so bitter. Desaströs. Ja, nee, das wollte ich nicht drücken. Desaströs. 4 Interceptions. Und dann verlieren wir hier. Wir hätten selber, wir sind im falschen Moment, haben wir sie gestoppt. Im falschen Moment gestoppt. Und dann sind wir hier an diesem Tag alleine verantwortlich für diese Niederlage. Absolut alleine verantwortlich. So eine Masse an Interceptions in einem Spiel, das ist absolut inakzeptabel. Das darf uns nie wieder passieren. Wir haben uns trotzdem noch im Spiel gehalten gehabt, aber das ist überhaupt keine Ausrede. Das war ein desaströses Spiel von uns. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wir gucken mal, wie viele Interceptions wir jetzt insgesamt haben. Das geht nicht. Das ist absolut inakzeptabel. 25 Interceptions. Fast doppelt so viele Interceptions wie Touchdowns geworfen. Das geht nicht, das geht so nicht. Aber im nächsten Spiel müssen wir wirklich hier zulegen. Wir müssen zulegen. Wir dürfen uns diese Chancen hier nicht verspielen. Wir sind jetzt wieder in einer schlechteren Position, was die Playoffs angeht. Wir müssen die nächsten Spiele alle gewinnen. Es ist scheißegal, wer kommt. Wenn wir die nicht gewinnen, dann sind wir zu Recht nicht in den Playoffs. Alleine können wir es auch nicht immer richten. Und es geht gegen die Eagles. Sie haben nur 2 Siege, 11 Niederlagen. 6-6 bei uns. Wir gucken noch einmal die Tabelle an. Auf 3, 8-5. Das wird schwer. Das wird ganz schwer. Wir müssen dann da ganz ehrlich zu uns sein. Wir haben noch 3 Spiele über. Und das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus. Aber wir müssen trotzdem am Ball bleiben. Wenn wir noch 1 verlieren, sind wir raus. Das wären jetzt alles Endspiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was heißt gefallen? Also, ihr schüttelt wahrscheinlich genauso den Kopf wie ich selber. Und deswegen, ja, brauche ich dazu wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Über eine Bewertung würde ich mich trotzdem freuen vom Video. Und ja, vielleicht hat es euch doch irgendwie Spaß gemacht, euch das anzugucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part hier bei Madden NFL 15. Heute Abend ist noch Sport Talk, aber das Video kommt wahrscheinlich viel später, weil YouTube braucht gerade bei FIFA schon so enorm lange, um das hochzuladen. Sorry dafür, falls es wirklich massiv später kommen sollte. Ich weiß nicht, was mit YouTube heute los ist, wirklich nicht. Naja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTesticle.de.